Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute zu dem Thema, wie viel Luft muss in einen Basketball, ne? Wie viel Luftdruck? Ich bekomme auf Instagram schon einige Nachrichten, immer wieder mal so verteilt, wo Leute mich fragen, Mike, mein Ball hüpft nicht ordentlich oder prellt. Mit dem Wort prellen kann ich so persönlich nichts anfangen. Ne? Sie meinen natürlich, er bounced, ne? Er hüpft, er springt. Was gibt es noch für Begriffe? Ihr könnt es mir gerne kommentieren, was fällt euch ein. Prellen ist für mich so ein bisschen prall, so prall im Kopf. Also, weißt schon. Prellen, wie prellt ein Basketball? Die Bezeichnung finde ich sehr lustig, ich verwende sie ja nicht. Aber das ist auch so wie mit werfen und schießen. Viele sagen ja zum Werfen niemals schießen. Ich sage schon gerne, schieß! Zum Beispiel. Ne? Wir kommen vom Thema ab, es geht um den Luftdruck. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich halt auch damals gesagt habe, der Luftdruck so an sich, ich habe den noch nie gemessen, habe ich nie gebraucht. Ich pumpe den Ball nach Gefühl auf, ne? Wie prellt er richtig? Ja, so ist es. Ja, das ist fast ein bisschen wenig. Ein bisschen mehr würde auch gehen, aber es sind dann auch verschiedene Faktoren, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Jetzt, wenn man googelt, wie viel Luftdruck gehört in einen Ball? Sehr interessant, dort steht 0,49 bis 0,63 Bar, ne? Das ist eine Toleranzgrenze von ein halbes Bar halt. Jetzt habe ich hier was mitgenommen. Da können wir das mal kontrollieren. Unten in der Videobeschreibung verlinkt, dieses Messgerät, wer das wirklich braucht. Ne? Aber ich denke mir immer so, ich sage es immer spaßeshalber, in Deutschland, wie viele Korinthenkacker leben in Deutschland, das sind wirklich eine Menge. Also ich glaube, jeder dritte, vierte hat so ein Ding, bräuchte so ein Ding für sich zu Hause. Oh ja, deshalb. Ich habe es übrigens geschenkt bekommen. Ich habe jetzt hier das nicht gekauft für diese Zwecke, aber es ist keine Werbung, da ich denjenigen nicht nenne, der es mir geschenkt hat. Ich habe es auch vergessen. So viel dazu. Aha, hier kann man es ablassen. Sehr nice. Also ich sage, der ist vom Gefühl her, der ist ein bisschen wenig, ne? Aber bei mir ist es auch so, ich passe mich da voll beim Dribbeln an. Auch wenn er jetzt zu wenig Luft hat, ich dribbel halt ein bisschen stärker, ne? Und umso stärker man dribbelt, umso höher hüpft er. Ha, Physik. Haha, Alter, das ist abgefahren, ne? Weißt du? Ja, da kommen wir erstmal drauf. So, aber jetzt so für die Korinthenkacker da draußen natürlich. Schauen wir mal, wie viel Luftdruck der hat. Aber bevor wir das machen, auch noch so ein interessantes Thema. Ich finde, wie ist es in der Profiliga? Ne? In der Profiliga ist ja alles genormt. Ne? Der Hallenboden müsste eigentlich immer gleich sein. Egal ob Bundesliga oder NBA zum Beispiel. Müsste ja immer das gleiche Parkett sein. Logischerweise. Ne? Die Körbe müssen auf Millimeter eigentlich genormt gleich hoch sein. Das erwarte ich jetzt zum Beispiel. Also würde ich behaupten, ja, das muss so sein. Ne? Der Balldruck könnte ich mir da auch vorstellen. Ja, da kommt wirklich einer her. Und alleine beim Training kommt einer her mit so einer Luftdruckpumpe, wo er halt messen kann. Ne? Die hier zum Beispiel, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Check die mal aus. Das ist vielleicht cool, da hast du gleich alles in einem. Aber ich nehme jetzt mal das hier, da sieht man die Anzeige schöner. Ne? Da würde ich echt denken, behaupten jetzt mal, ohne es wirklich genau zu wissen, ja, da muss jeder Ball wirklich exakt, präzise, gleich aufgepumpt sein, damit man sich halt auch wirklich so an die Umstände so gewöhnt. Ein Profi hat einfach mehr. Ein Profi hat einfach ein Leben vom Silberteller. Das ist doch einfach so, oder? Wir Streetballer zum Beispiel, bei uns ist nichts. Nichts ist genormt. Ne? Das Wetter spielt wie verrückt, wie es will. Körbe unterschiedlich, Federungen unterschiedlich, wenn überhaupt eine da ist. Der Boden nicht mal gerade, der Boden ist teilweise schief. Du hast Löcher hier, Dreckflecken, weil sich das Wasser immer sammelt. Also Streetballer müsste auf sowas, ein Streetballer, der auf sowas achtet, ne? Ah, der Luftdruck, oh, Vorsicht. Stell dir mal vor, ein Streetballer kommt so daher, spielt ein 3-3 und merkt schon, er trifft nicht, der Ball hüpft nicht gescheit, er prellt nicht gescheit, sein Game ist nicht on point und er kommt so in die Runde, ey, Leute, Pause, geht zu seiner Tasche, holt das hier raus, aha, ja, stimmt, ah, der hat zu viel. Hier müssen wir 0,2 ablassen. Und schon läuft es bei ihm, er geht ab wie Schnitzel, weißt du, das ist so, ey, ja. Wir haben eine nette Geschichte. So, wir schauen jetzt einfach mal. Anfeuchten, sehr wichtig, ne? Damit die hier schön reinflutscht. Ui, schön. So, aha. Aha, schau. Kann man das sehen? 0,3. Hä? 0, ja, okay, es ist 0,32. Oha. Oh, da kann man auch noch ablassen. Jetzt hat er 0,6. What the fuck? Nein, stimmt schon. 0,3. So. 0,31. Er hat 0,31 ungefähr. Seht ihr das? Okay. So, jetzt aber mal, wenn wir das hier ausprobieren. Nur mal so vom Gefühl. Es ist eh nur ein Gefühl. Alter, 0,49 bis 0,3.
3,6. Derjenige, der wirklich beim Dribbeln erkennt, vom Falllassen vom Ball, gell, der da erkennt, ah, es hat 0,55. Boah, da hast du ein Feeling beieinander, wo ich mir echt denke, Alter, nicht schlecht, läuft bei dir. So. So gut, dass ich auch nochmal habe. Was sagt er mir hier an? 0, haha. Ich mache jetzt mal auf 0,5. Rotes Bar. So, ja, jetzt hat er 0,5. Jetzt pass auf. Ja, es ist. Man könnte doch. Es hat sich auf jeden Fall was getan, kann man echt sagen. Das ist ja dann wirklich, also ein Bar. Hier merkt man auch, das ist aber auch so das Feeling, das du hast beim Aufpumpen. Ne? Du kannst ihn kaum noch zusammendrücken, aber du hast trotzdem noch ein ganz kleines, gewisses Spiel. Ein ganz, ganz kleinen Spielraum, wo du ihn wirklich zusammendrücken kannst. Aber dann, ja, aber das ist wirklich schön. Es ist fast für mich persönlich ein Tick. Nee, doch nicht. Ist gut. Ja, noch. Doch, damit kann man echt gut arbeiten. Sehr schön. Ein sehr schönes Feeling. Schau dir das an. Ja, ist nice. Also, stimmt. 0,5 Bar, würde ich sagen, so ein Ball hat er verdient. Aber wieder, die Unterschiede muss man bedenken. Ne? Hast du einen Gummiball? Ist es beim Gummiball zum Beispiel das Gleiche? Ne? Einen Lederball, einen echten Lederball, einen Kunstlederball. Das sind ja alles Faktoren, die du mitberechnen müsstest in der Hinsicht. Aber vielleicht deshalb auch die Toleranz von 0,49 bis 0,63. Dann nochmal die Wärme, die Sonne. Haben wir Hitze? Haben wir 30 Grad? Oder haben wir vielleicht sogar 0 Grad? Ne? Das ist eine Toleranz von 30 Grad dann. Die musst du mit einberechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Lufthöhe, wie hier in Bayern. Ich bin hier mitten an den Bergen. Ne? Jemand in Hamburg, da musst du alles mit einberechnen. Ne? Da variiert das schon. Deshalb 0,5, glaube ich, ist wirklich eine gute Messeinheit dafür, wie viel Luft in einen Ball gehört. Könnt mir gerne Feedback dazu geben. Ein sehr interessantes Thema. Da könnte man sich tagelang unterhalten. Ihr merkt es schon, wissenschaftlich, da kann man alles mit reinbringen. Wow. Da bräuchte man fast den Karl Lauterbach, dass der sich mal dieser Sache annimmt. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Wow, ein sehr schönes Lied. Also das ist wirklich genau so. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike.